Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ich habe euch ja mal gesagt, dass ich irgendwann mal euch zeige, wie der Untergrund funktioniert. Und ich dachte mir, warum nicht einfach sofort? Ich werde es versuchen, kurz zu halten und euch so viel wie möglich zu erklären und zu erzählen, was man hier überhaupt machen kann. Ja, kommen wir doch direkt mal zu Schritt 1. Was kann man hier überhaupt machen? Ihr seht, oben links haben wir eine riesengroße Karte. Wenn ich den Stick reindrücke, dann sieht man die sogar ganz. Und hier ist die Karte. Es gibt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verschiedene Orte, an denen ihr an verschiedenen Städten hinkommen könnt. Ich nehme das hier irgendwann in der Zukunft auf, deshalb habe ich schon 2 Orte gefunden. Auf jeden Fall einfach in irgendwelchen Städten einfach in das Backpack gehen, Untergrundhöhlen, Erforschungskit aktivieren. Ihr könnt entweder online oder offline in den Untergrund. Dazu komme ich aber später noch, was das für Vorteile und Nachteile haben kann. Okay, fangen wir doch mit dem ersten Teil an. Was kann man hier überhaupt machen? Nun, der Sinn hinter der ganzen Sache ist, dass man hier in den Untergrundhöhlen manchmal auf der Karte, ihr seht mich, ich bin hier dieser rote Punkt in der Mitte, manchmal findet man auf der Karte so gelbe Punkte, da rennt man zu und mit R kann man so um sich rumschmeißen, diese Schallwellen, und damit kann man leichter erkennen, wo diese glitzernden Gräber sind. An der Wand ist ein kleiner Vorsprung. Möchtest du versuchen, dort zu graben? Und dann kommen wir hier zu diesem Bildschirm. Und dann wird immer gesagt, wie viele Objekte man hier finden kann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das richtig, richtig schön, wie die das hier im Remake gemacht haben. Also Props auf jeden Fall. Sieht echt schön aus. Sehr, sehr gut gemacht. So, ihr habt hier einmal eine Spitzhacke. Damit macht ihr plonk. Und alles drumherum hat so einen kleinen Riss. Und das in der Mitte, wo ihr draufhaut, das hat einen ganzen Riss. So, das hier ist weicher Boden, das hier ist harter Boden und das hier ist einfach Stein. Einfach Stein, ja. Und darauf passiert nichts. Einfach nicht draufhauen, das soll einfach nur blockieren. Ja, aber da das ja nicht wirklich stark ist und auch nicht wirklich viel macht, habt ihr ja schon gesehen, ich benutze immer den Hammer. Mit dem Hammer könnt ihr, boom, alles drumherum kaputt machen. So, und was man hier finden kann, sind entweder so kleine Pupusphären, oder wie auch immer die alle heißen, auf jeden Fall kleine Sphären kann man finden. Ich finde jetzt leider keine. Oh Gott. Graben wir erstmal das hier aus. Was man neben den Sphären auch noch finden kann, ist neuerdings hier in dem Remake. Diese, ich nenne sie mal immer Lootboxen. Hier zum Beispiel jetzt eine Psycho-Lootbox. In der befinden sich Statuen. Oh, hier ist zum Beispiel eine Sphäre. Die findet man am häufigsten und meistens immer. So, da sind nur 2 Sachen gewesen. Deshalb habe ich ja 2 ausgegraben. Man kann bis zu 4 Sachen finden. Ich finde auch diesen Bildschirm echt schön gemacht. So, und wenn man eine sogenannte Lootbox, wie ich sie nenne, findet, dann wird hier gesagt, du hast eine Edelsteintruhe gefunden und die beginnt zu leuchten. Und dann findet man irgendeine Statue, jetzt in diesem Fall halt irgendein Psycho-Pokémon. Man findet irgendwelche Statuen. Was die machen, zeige ich euch noch gleich noch. Ihr seht hier ein Dick da, was gerade abgehauen ist, weil es Angst vor mir hatte. Und da ich jetzt irgendwas Leuchtendes eingesammelt habe vom Dick da, habe ich oben links eine Leiste auffüllen lassen, um 1 von 40. So, ihr habt ja diese kleinen Boxen gesehen, diese Lootboxen. Und wenn ich die Leiste erhöhe und erhöhe, steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass ich seltenere Boxen davon finde. Und dann können zum Beispiel auch luxuriöse Boxen erscheinen. Wenn ich die aufmache, dann sind da Shiny-Statuen. Die sind einfach grün. Statt grau sind sie einfach grün. Ja. Und dann zeige ich euch gleich mal, was man überhaupt mit den Statuen und den Purpursphären, oder wie auch immer die alle heißen, die ganzen Sphären, machen kann. So, hier haben wir schon mal eine neue Truhe gefunden. Also die sind tatsächlich gar nicht mal so selten, wie ich dachte. Das finde ich ein bisschen lame. Die fühlen sich nicht besonders an, weil du die wirklich überall finden kannst. Aber trotzdem sieht das Ausgraben sehr schön aus. Ich habe jetzt leider nicht mehr gefunden. Das war aber auch echt blöd designt gerade hier, das Ganze. Egal. Ich versuche es, wie gesagt, kurz zu halten, damit die Folge nicht irgendwie 40 Minuten lang ist. Ja. Manchmal kann man da auch Groß-Pokémon finden. Geowatze zum Beispiel. Wir waren nur ein Kleinchen, aber man kann auch Geowatze finden. Das ist, was für Pokémon da kommt, ist komplett random. So, aber manchmal findet man in den Untergrund NPCs. Und vor allem auch NPCs, die wie Bergarbeiter aussehen, so wie der hier. Und mit den Leuten, die normalen, die labern einen nur voll mit irgendwas Unnötigen. Aber solche Leute, die genauso aussehen, die, mit denen kann man traden. Damals konnte man traden mit den gleichen Währungen, aber für Deko-Objekte und Fallen, weil damals war der Sinn dieses Hintergrund, dieses Untergrunds, dass man Capture the Flag gespielt hat. Dazu komme ich gleich auch nochmal.
Hier ist aber der Sinn dahinter, dass man sich, ja, Sockel hinstellt, damit die Statuen nicht einfach auf dem Boden rumstehen. Einwegbohrer, falls du woanders wohnen willst. TMs kann man ja auch kaufen. Und es gibt mehrere von den Leuten. Das ist so der, der am nächsten da war. Deshalb habe ich den jetzt erstes gezeigt. Ich gehe mal in die Geheimbase von mir rein. Man kriegt nämlich irgendwann einen Einwegbohrer von dem alten Mann geschenkt. Mit dem solltet ihr auch immer reden. Da gibt einem immer ein paar Quests, mit dem das welche man machen sollte. Ja. Hier in der Base stellt man seine ganzen Statuen auf. Und was die bewirken, sagen wir mal, so wie ich jetzt hier in dem Fall. Ja, ja, ich habe jetzt nicht wirklich aufgeräumt hier, egal. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3 große, voll entwickelte Feuerstatuen. Und was man mit denen machen kann, ist, den Statueneffekt auf so einzustellen, dass Typ Feuer leicht häufiger erscheint. Wenn man jetzt alles voll hätte hier mit ganz vielen großen Feuer-Pokémon, dann wäre der Effekt sehr stark. Ich habe jetzt ganz viele Random-Pokémon noch hier reingetan, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ihr könnt einfach platzieren, was ihr wollt. Das hier, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die beiden, das sind schillernde Statuen. Das sind, ja, wie ich euch erzählt habe, von so luxuriösen Lootboxen. Was genau die aber machen, kann man noch nicht sagen. Man munkelt, dass die was mit Shiny-Pokémon zu tun haben, aber ich kann euch nicht sagen, inwiefern die besser sind als normale Statuen. Ja, man kann die ja auch auf Sockel tun oder sonst was machen, aber damals war dieser Ort hier dafür gedacht, dass man sich Deko-Objekte draufschmeißt, so wie in Rubin, Saphir, Smaragd, Omega Rubin, Alpha Saphir in Geheimbases. Aber größtenteils auch, dass man Capture the Flag spielt. Hier war nämlich früher mal ein Schreibtisch mit der Flagge und dann konnte man die Flagge nehmen und klauen. Und dann musstest du zu deiner eigenen Base zurückrennen. Muss aber aufpassen, denn Spieler können Fallen hinstellen und mit diesen Fallen könntest du die Flagge dir wieder zurückschnappen. Ja, ihr seht aber auch, dass es hier überall so riesengroße Vierecke gibt mit so, weiß nicht, Wüstenorten oder Wasserorten oder Grünen oder was auch immer, ne? Und das, meine lieben Freunde, ist der Ort, wo man sich den Pokédex voll füllen lassen kann. Hier kann man nämlich ganz viele Pokémon fangen. Hier zum Beispiel eine Wasserergegend gibt es zum Beispiel Beditas oft oder Shalilos oft oder sowas. Je mehr Orden man hat, desto mehr Pokémon erscheinen hier und desto höhere Level sind die auch. Also immer wieder nachschauen, wenn ihr mal neuen Spielfortschritt habt. Je weiter ihr im Spiel seid, desto mehr könnt ihr hier finden. Auch ganz interessant zu wissen ist, wenn man online spielt, kann man hier auch rumlaufen. Man kann hier online rumspielen und rumlaufen. Und sagen wir mal, ihr geht online zusammen hier runter und seht, oh, einer von euch beiden, sagen wir mal, wir, Spieler 1, haben hier neben den Diktas auch nochmal ein paar Risse, also diese Leuchtstellen, gefunden. Und dann geht Spieler 1 hier ran. Let's go. Und dann seht Spieler 2, dass irgendwie das anders leuchtet, so blau leuchtet, weil da ein anderer Spieler dran ist. Und dann, was man dann sehen kann, ist, dass ein anderer Spieler zum Beispiel das hier macht. Einfach mehrmals auf eine Stelle hauen. Das ist aber okay. Ich habe mich da am Anfang erschreckt, dachte mir, nein Leute, hört auf, was macht ihr? Ihr macht mir alles kaputt. Aber nein, das ist tatsächlich sehr hilfreich, weil die zweite Person, die da reinjoint in dieses gleiche Loch, in das gleiche Gebiet, die graben was ganz anderes aus, aber die helfen dir. Und das, was die kaputt hauen, das kaputt hauen die auch bei dir. Das ist tatsächlich ziemlich hilfreich. Und so könnt ihr zusammen schneller und besser, effizienter Sachen ausgraben. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Drachen-Lootbox gefunden. Auch sehr cool. Und ich meine, das ist so ziemlich alles, was ich gesagt habe. Eine Sache, die mir noch einfällt, wäre, dass man nicht vergessen sollte, dass Pokémon hier... Oh, da war noch was. Dass Pokémon hier auch leveln, dadurch, dass man die fängt und so. Und dass man auch hier... Man kann ja auch trainieren, basically. Und das ist aber ein bisschen OP, hier zu trainieren, finde ich. Deshalb, was ich gemacht habe, ist ein neues sekundäres Team zu machen, was ich nur hier im Untergrund benutze, damit ich mein Main-Team fürs Let's Play, weil ich bin ja sehr oft hier im Untergrund offscreen, dass ich das nicht overlevel, weil das wäre echt lame. Ich habe das leider ein bisschen gemacht, weil ich das nicht gecheckt habe, dass ja der XP-Share... Der EP-Teiler ist ja automatisch an, den kannst du nicht ausstellen, das geht nicht. Und deshalb habe ich das am Anfang nicht gecheckt. Also ihr werdet sehen, dass meine Pokémon ein bisschen mehr Level haben und mehr Attacken haben. Auf jeden Fall, sorry dafür, aber ich würde sagen, ich denke, ihr habt heute ein bisschen was gelernt von mir. 10 Minuten habe ich euch jetzt voll gelabert. Ihr könnt es auch einfach vorskippen, ich werde wahrscheinlich einen Timestamp reintun. So, in den folgenden Szenen, die ich euch nun zeige, werdet ihr sehen, dass ich versucht habe, ein Magpie zu fangen für unser Team. Da ich mir dachte, wir haben ja jetzt ein Pflanzen-Pokémon und ein Wasser-Pokémon. Da würde ein Feuer-Pokémon ziemlich gut tun. Vor allem in einem Gen 4-Spiel. Was heißt Gen 4-Spiel? Auf jeden Fall in einem Sinnoh-Spiel.
wo Feuer-Pokémon natürlich selten sind. Problem war nur, zum einen ist Magpie ziemlich selten und zum anderen ist es ziemlich schwierig, einen Magpie zu fangen. Ihr werdet jetzt nämlich sehen, wie oft ich es verkackt habe, einen Magpie überhaupt zu fangen. Und glaubt mir, also Magpie ist echt kein Spaß. Und in Diamant, also in strahlender Diamant, da gibt es kein Magpie, aber dafür Elekid, und da ist es genauso schwierig, wenn nicht sogar schwieriger. Also was ich so von anderen Leuten, die schreiende Diamant haben, gehört habe, sollte es vielleicht sogar schwieriger sein, ein Elekid zu bekommen, statt ein Magpie. Aber ja, nonetheless, Magpie ist schwierig zu bekommen. Ich habe lange dafür gebraucht, ich habe mehrere versucht zu suchen. Die meisten davon waren nicht mal das Geschlecht, was ich haben wollte. Ich wollte nämlich unbedingt ein männliches haben, für den Spitznamen, den ich ihm geben werde. Deshalb musste ich da auch einfach Glück haben, weil das ist immer 50-50 Chance, männlich oder weiblich. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall sehen, was ich meine mit, es ist schwierig zu fangen. Leider haben manche Magpies auch die Attacke Flammenblitz, welches sehr viel Damage macht, aber es gleichzeitig das Magpie auch nochmal ein bisschen schwächt und das Risiko dann hat, dass es sich selbst umbringt. Doch irgendwann habe ich dann doch endlich mal ein Magpie gefunden, was männlich war, was nicht Flammenblitz hatte und was ich einfach fangen konnte. Und zwar, ich hatte wirklich keine Geduld mehr nach so vielen Magpies und nach so vielen Stunden rumlaufen. Ich habe einfach den Fortball gezückt und let's go. Da hatten wir unser Magpie. So, endlich gefangen und ich gab dem Magpie den passenden Namen von Tricky, weil ich einfach finde, dass die Haare von Magpie ein bisschen aussehen wie die von Tricky aus Madness Combat. If you know, you know. Vor allem in den späteren Entwicklungen. Und ja. So, nachdem ich euch das Ganze über den Untergrund erzählt habe, können wir nun weitermachen in Pokémon Leuchtende Perle. Noch kurz gesagt, ihr könnt hier in diesem Haus mit dem alten Mann reden. Der wird euch dann immer wieder Aufgaben geben, die ihr tun sollt im Untergrund. Ich habe jetzt schon alle durchgemacht, deshalb wird er jetzt bei mir sagen, ich habe schon alles getan. Der gibt ein paar Sockel oder sonst irgendwie so komische Sachen. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber ja. Auf jeden Fall sollte das für den Untergrund gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall sehr viel im Untergrund offscreen sein und Sachen farmen und Pokémon fangen vom Pokédex. Das ist, glaube ich, nicht so interessant wie fürs Video. Und wir können uns jetzt hier oben mal ein bisschen umschauen. Hä? Oh, das ist ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eibe aus, oder? Wie heißt du denn? Maike also, das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon, einfach aus Interesse daran. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja auch auf so ein Pokémon. Ach ja, probier die ja mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir nützlich sein werden. Du erhältst TM 93. Okay, danke für die TM. Setzt du Zerschneider über die App VM-Attacken ein, kannst du kleinere Bäume beseitigen, die dir den Weg versperren. Wenn du mit deinem Pocket Zerschneider einsetzt, gelangst du dann auch an Orte, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex mit Einträgen zu füllen. Denkst du nicht auch? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Okay, ciao, Cynthia. Die war doch nett. Aber Moment, ich habe doch eine TM bekommen. Ich habe doch gar keinen Zerschneider bekommen. Oder? Ja, man sieht jetzt, ich habe ein paar Sachen im Untergrund gesammelt. Deshalb, ja, ja, und Pokémon hat der wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe Pokémon ein bisschen gelevelt und ein neues Teammitglied gefangen, auf das ich gleich eingehen werde. Wo sind die neuen TM jetzt? Das sind jetzt die alten, die ich im Untergrund alle gefunden habe. Hier, die habe ich alle ungefähr im Untergrund gefunden irgendwo. Hä? Moment, was? Zerschneider ist eine TM? Was? Hä? Warum ist Zerschneider eine TM? Okay, das ist richtig cursed. Na, wie auch immer. Ja, ihr seht schon, ich habe mich für einen Magpie entschieden. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Das nehme ich alles vorher auf. Aber ja,
Das ist mein Magpi, unser Feuer-Pokémon. Denn ich habe nämlich sehr schlechte... Oh, Flammenkörper als Fähigkeit. Ich habe nämlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Arena. Für mich ist es wirklich die schwierigste Arena immer gewesen, weil ich war mit Plinfa hier und ohne Feuer-Pokémon. Und naja, Pflanzenarena. Selbst jetzt, wo wir einen Pflanzenschotter hätten, wird das immer noch richtig schwierig. Also ich kann euch sagen, holt euch ein Feuer-Pokémon, sonst wird es sehr, sehr schwierig. Und was auch immer das hier für ein Gebäude ist. Galaktikgebäude von Ewe, genau. Wir wollen deine Pokémon. Junge, ist das dumm. Das ist, als würde man hier reinschreiben, mega geheime Pokémon-Klau HQ. Team Rocket HQ. In Klammern, bitte gebt uns eure Pokémon, dann müssen wir sie nicht extra klauen. Ja, wow, sehr, sehr klug. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, Team Galactic ist böse. Sonst würden sie nicht Pokémon klauen wollen. Was ist denn hier? Willkommen im Kräuterladen. Für wirkungsvolle und preiswerte Medizin bist du hier genau richtig. Kräuterladen? Aha. Ja, die sind bestimmt für irgendwas gut, aber ist mir jetzt egal. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, schmeckt aber sehr bitter. Pokémon mögen sie daher nicht so gern. Jemand sollte Kräutermedizin erfinden, die nicht bitter schmeckt. Das wäre ein echter Durchbruch. Na gut, aber ist es nicht so der Sinn hinter Kräuter, dass es so bitter schmeckt? Was ist das für eine Statue? Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor langer, langer Zeit gelebt hat. Ja? In die Pokémon-Statue ist eine Inschrift eingemeißelt. Geburt von Pall. Paralleldimensionen entstehen. Lebendig oder nicht. Treibt im Raum. Am Ende im selben Universum. Segen von Pall. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwunden. Oh Gott, wie lange steht die denn hier schon? Im Original sah die übrigens viel cooler aus. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, was das darstellen soll. Ganz ehrlich, für mich ist es einfach nur ein Dialga mit ein paar Palkia-Flügeln. Eigentlich soll es Dialga und Palkia gleichzeitig darstellen. Im Original hat es sehr gut geschafft, weil die Sprites von Dialga und Palkia sehr, sehr ähnlich waren. Aber hier, die 3D-Modelle sind halt komplett unterschiedlich und das passt einfach nicht wirklich so gut, um ehrlich zu sein. Gut, andererseits, ich wüsste auch nicht, wie man es besser hinkriegen sollte, also sage ich mal lieber nichts mehr dazu, ne? Aber irgendwie, ich habe hier gerade gesehen, hier hinter ist noch was. Ach so, das kommt man aber nur mit einem, ja, okay, da, gut. Mit Zerschneider kommt man da hin. Das ist übrigens die neue VM, die wir erlernen werden. Ja. Hey du, weg da von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Aha. Ewe genau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb stets erhalten. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Ups. Ja, hoffe ich auch. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell unterwegs. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, stellte sie den Mittelpunkt der vielen Feste dar. Cool. So. Okay, hier sind viele Fahrräder und hier endet die Stadt. Ewig genau, lebendige Vergangenheit. Und hier kommen wir zur Route 211. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass man in Platin sich hier ein Feuer-Pokémon fangen kann. Ein, Ponita, meine ich, war das. Kann man sich dort fangen, das ist sehr wichtig, weil, in Diamant und Perl konntest du das vielleicht, ich bin mir gerade nicht sicher, wahrscheinlich schon. Ich würde es so gesagt haben. Ich wollte aber Magpie haben, weil ich es noch nie in meinem Team hatte. Also Magpie selbst hatte ich schon mal in meinem Team. Aber Magma und die Weiterentwicklung hatte ich noch nie in meinem Team. So, aber jetzt wollen wir erstmal in die Arena reingehen. Die haben wir uns doch schon mal angeschaut. Das Ziel für heute wird es sein, diese Arena zu meistern. So, wie ihr schon sehen könnt, hier steht niemand. Aber sie ist doch eigentlich hier. Wie sie schon sagte, wenn wir sie nur besiegen können, also antreffen können, wenn wir all ihre anderen Trainer besiegen. Wie kannst du mich nur finden? Also gut kämpfen, war. Ja, wir müssen jetzt hier überall alle finden und dann können wir gegen sie kämpfen.
anders als in der anderen, in der ersten Arena. In der ersten Arena müssten wir, konnten wir einfach dran vorbeigehen an den Trainern, wenn man möchte. Hier ist es genau gegenteilig. Man muss gegen alle kämpfen. So, ich habe es Tricky genannt, einfach weil ja wegen den Haaren. Einfach nur wegen den Haaren, finde ich. Sieht das aus wie ein bisschen wie Tricky, ein Charakter aus Madness Combat. Ja. Muss man nicht unbedingt kennen, vor allem nicht als Pokémon-Fan. Flammenrad hat das als Attacke, aber ich weiß nicht, ob das Recoil-Damage macht. Müssen wir gerade sehen. Macht das Recoil? Also halt Schaden gegen sich selbst? Okay, anscheinend nicht. Ja, ich hoffe, es stört nicht, dass Pokémon, was meine Pokémon ein bisschen Erfahrungspunkte gesammelt haben, was wir sehen. War halt leider so, als ich bis zu viel im Unterricht gespielt habe. Aber ich habe jetzt mir ein paar Sachen überlegt dafür, aber das habe ich wahrscheinlich schon erwähnt. Deshalb werde ich es nochmal erwähnen. Eigentlich hatte ich gehofft, durch dein abgelenktes Staunen den Sieg holen zu können. Aber das hat nicht funktioniert. Der nächste Trainer befindet sich in der Nähe von zwei Felsen, am Ende eines Weges, glaube ich. In der Nähe von zwei Felsen, am Ende eines Weges? Hier ist keiner, hier ist ein Felsen. Ist noch ein Felsen? Manche Bäume sehen auch anders aus, ne? Hier ist niemand. Vielleicht ganz links? Moment, kommen die alle einzeln? Die Arena ist übrigens im Platin komplett anders und wie ich finde besser. In Platin ist es nämlich so eine ganze Pflanzenuhr. Und jedes Mal, wenn du einen Trainer besiegst, dann geht die Uhr ein Stück, ein Ticken weiter. Hier sind zwei Steine, das ist wahrscheinlich hier. Ja. Meine Pflanzen-Pokémon beherrschen ein paar mächtige Spezialattacken. Denk also nicht, ich würde es dir leicht machen. Na, das habe ich mir nicht gedacht, aber ich werde dir die Hölle heiß machen. Wortwörtlich. Und ich habe aus einem Grund Baumelin vorne, damit es ein bisschen leveln kann. Damit es halt ein bisschen mehr XP bekommt. Ist übrigens auch sehr gut, dass alle Pokémon so ungefähr beim gleichen Dreh sind vom Level her. Und ja. Wir haben jetzt drei Teammitglieder. Die Hälfte haben wir. Und verdammt, jetzt bin ich paralysiert. Das habe ich nicht bedacht. Ah, Mist. Ich muss mal nach dem Kampf Paraheiler einsetzen. Das kann ich ja zwar auch jetzt machen, aber das Ding ist, wenn ich das jetzt mache, was hält denn das Knospi davon ab, es einfach nochmal einzusetzen? Und dann muss ich noch eins benutzen, wisst ihr? Ich bin halt so jemand, ich benutze solche Statusheil, Heiltränke nur außerhalb, weil innerhalb bringt es halt nicht wirklich viel. Vor allem, wenn sie halt die ganze Zeit nur Knospis hat, die alle Stachelspore einsetzen können. Das bringt mir halt nichts. Damit verschwende ich nur die ganzen Dinge. Und ich verschwende damit Zeit. Und ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge sein wird. Kann sein, dass diese Folge komplett in die Länge gezogen wird oder komplett in die Kürze. Das kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, wir werden in dieser Folge diese Arena durchmachen. Und das ist der Punkt, ja. Mit einem Feuer-Pokémon ist das natürlich richtig easy. Pflanzen-Pokémon ist es noch okay, hier durchzukommen. Aber ich kann euch sagen, spätestens bei der Arena drin im Kampf solltet ihr auf jeden Fall irgendwas im Team haben, was sehr effektiv ist. Feuer zum Beispiel. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Magmi schon mal im Team hatte. Aber Magma und so nicht. Ich hatte das halt irgendwann mal rausgetan in einem. Ich weiß nicht, wo hatte ich das denn? Ich glaube irgendwie in den ersten paar Gens irgendwo hatte ich es mal im Team. Gameboy meine ich war das. Hatte ich es mal im Team. Aber dann dachte ich mir irgendwie, nee, ich hole mir ein anderes Feuer-Pokémon. Deshalb möchte ich aber Magby gerne mal noch eine zweite Chance geben. Je schneller die Blume, desto schneller verblüht sie. Ob das stimmt? Ach natürlich, der Hinweis auf den nächsten Trainer. Hinter dem mittleren der drei Bäume, das sollte reichen, viel Glück. Hinter dem mittleren der drei Bäume, sagt sie, ja. Aha. Ach ja, ich habe ein paar Beleber gefunden im Untergrund, aber ich werde sie so gut es geht noch nicht benutzen. Erst wenn wir auch im Wilden, oder was heißt im Wilden, einfach so welche finden, weil ich finde das ein bisschen OP, wenn ich die jetzt benutze. Deshalb lasse ich's.
Hier? Nö. Neben drei Bäumen. Ah, hier. Du kannst die Gestalt einer Blume verbergen, nicht aber ihren Duft. Ja. Der Duft kann einen verraten. Oh, sie hat einen Cellast. Hat nicht irgendeine Trainerin mal einen Plinfer gehabt? Sie hat einen Cellast. Hat irgendwer einen Panflamm? Außer natürlich unsere Rivale, ne? So, Tricky wird das ganz easy hinkriegen können. Was kann das Cellast? Nur Tackle. Ich meine, dass Cellast auch... Oh, Gift ist auch besser für Gift, ja. Ich meine, dass Cellast auch irgendwann mal Bisesam lernen kann. Oder verwechsel ich das komplett mit Bisesam? Weil Bisesam kann es, aber Cellast sieht auch so aus, als könnte es das. Aber, weiß ich, meins konnte es irgendwie nicht. Dein Können lässt sich auch nicht verschleiern. Dein nächster Gegner wartet neben vier Blumenbüscheln auf dich. Neben vier Blumen? Ja, man kann es doch schon sehen. Man kann es halt schon sehen. Es ist halt direkt hier oben. Das ist wahrscheinlich sogar die letzte, oder? Hehe, du hast mich also tatsächlich gefunden. Natürlich werden wir jetzt kämpfen. Na dann. Es müsste die letzte sein. Schönheit Stella. Also, schöne Haare hat sie, aber... Naja, Attitude ist halt so ein bisschen, bitchig. Deshalb werden wir direkt Feuer einsetzen. Und hier alles abfackeln. Die ganze Arena wird abgefackelt. Von einem kleinen, Magby. Ja, was ist ein Magby eigentlich für ein Viech? Was ist das für ein echtes Tier? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Steht das hier vielleicht im Bericht? Was ist denn Magby für ein Tier? Steht hier gar nicht, ne? Da steht nur ein Pokédex. Ja, okay, gut, egal. Nicht so wichtig jetzt. Was viel wichtiger ist, ist, dass ich mal vor dem Arena-Kampf am besten nochmal kurz zum Pokémon-Center gehe, um kostenlos zu heilen. Weil... Naja. Jetzt muss ich meine ganzen Items verwenden. Ist ja gar nicht mal so weit weg, deshalb kann ich ja auch eben hinrennen, ne? Ach, Bo, du hast mich besiegt. Tja. Hihi, jetzt ist nur noch die Arena da drin übrig. Geh schon, hab keine Angst. Ja, da steht sie auch einfach schon so. Ja. Dann werde ich kurz heilen und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, auf geht's. Du hast mich warten lassen. Ich leite die Ewigenau Arena. Man nennt mich Silvana, die Pflanzenmeisterin. Ich wusste, dass du es zu mir schaffen würdest. Auf meine Instinkte kann ich mich immer verlassen. Du hast eindeutig die Aura einer Gewinnerin. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Boom, 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 boom. Gegen Silvana. Ich meine, sie ist ja schon vom Aussehen her ganz hübsch. Aber ich habe trotzdem... Albträume von ihr, wegen einem bestimmten Pokémon, was sie hat, was mich damals immer besiegt hat. Ich war wirklich stuck als Kind hier. Will ich alles tricky machen lassen? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich auch ein bisschen so kämpfen, um ehrlich zu sein. Deshalb versuchen wir es mal ein bisschen. Ich meine, was wird ein Kikuki für Attacken können? Bodyguard. Pflanzenattacken? Kann es das überhaupt? Wenn du überhaupt keine starken, sowas Absorber oder so. Ja, setzt sowieso keine ein. Sie pusht erstmal ihr ganzes Kikugi, bevor sie irgendwas einsetzt, was mir Schaden macht. Das gibt mir genug Zeit, es zu nomsen. Haha. Das hat Barmelin sehr gut gemacht. Sie hat selber einen Cellast? Sie hat ein Starter-Pokémon? Okay, das wusste ich nicht. Das ist sehr interessant. Ja, gut. Check rein gegen Cellast. Warum nicht? Tja, mein Freund. Es tut mir leid, wir sind zwar das gleiche Pokémon, aber... Ich bin stärker. Und du schreckst zurück wegen Biss. Haha. Biss ist, wie gesagt, einfach eine sehr tolle Attacke. Also,
kann ich aber jedem empfehlen. LOL! Nochmal! Was? Ist ein bisschen schläfrig? Wer? Mein Pokémon oder seins? Ihres. Na, wie auch immer. Oh, Supertrank. Ja, Arena-Leiter sind dafür bekannt, dass sie Nerven mit Tränken. Denn sie haben alle Tränke. Aber das ist gut, dass ich es jetzt schon mal verschwendet habe. Bei ihr. Weil sie hat wahrscheinlich nur ein einziges, so wie ich sie kenne. Oh, Reflektor. Sie greift nicht mal an, weil sie weiß, dass das Pokémon jetzt sterben wird. Hm. Eine gute Taktik. Oder nur ein verzweifelter Hilferuf. Wir werden sehen. Denn ihr letztes Pokémon, mir graut's schon, ist ein Roserade. Hört sich zwar ganz nett an, aber glaubt mir, das Ding ist eine letzte Entwicklung. Von einem 3-Entwicklungs-Pokémon. Das ist noch nicht das Ende. Da ist es. Mit der Superheldenmaske. Okay, erstmal Kung-Fu-Strahl, würde ich sagen. Blütenwirbel, oh Gott. Das Problem ist halt, ja, das dachte ich mir schon. Das Ding ist schon letzte Entwicklung und Magby hat sich nicht ein einziges Mal entwickelt. Das ist halt das Problem, dass Magby dadurch einen Nachteil hat. Dass es keine Verteidigung hat. Aber wir haben den Vorteil, dass wir ein Feuer-Pokémon sind. Und das müssen wir ausnutzen. Ja, schlägt sich selbst. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und jetzt, Flammendraht! Okay, das macht gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Oh, ist eine Bilge. Ach, come on. Okay, ich bin sehr froh, dass ich den Supertrank schon mal verschwendet habe von ihr. Weil sie aber eine Beere trägt. Ah! Nein, bitte nicht, bitte nicht. Daru. Daran kann man sofort hören, dass man noch am Leben ist. Ganz knapp auch nur. Okay, Reflektor, hört auf zu wirken. Hast du ja was gesagt? Glaubst du, er hat mich in die Enge getrieben zu haben? Ja. Tatsächlich schon. Und Shaker rein wird den Rest tun. Weil Tricky jetzt zu heilen. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht heilen in diesem Kampf. Sie schickt dich jetzt nämlich selbst. Habe ich recht? Nein, tut sie nicht. Aber Pflanze gegen einen Pflanzen-Pokémon. Das macht keinen Sinn. Ach, es war sogar ein Crit. Okay. Das ist sehr, sehr gut, dass unser Magby Kung-Fu-Strahl kann. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Da habe ich mir ein sehr gutes Magby ausgesucht. Und yes! Ich muss keine Albträume mehr haben. Yes! Habt ihr alle die Level-Ups verdient? Super gemacht. An alle von euch. Unglaublich! Du warst... Du bist unfassbar stark! Wie sie sich freut, dass ich sie besiegt habe. Ach, wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist echt ein starker Trainer. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Oh ja. Das zeigt, wie sehr du sie magst. Als Zeichen meiner Anerkennung überreiche ich dir das hier. Den zweiten Orden! Waldorden. Mit dem Waldorden kannst du die Feuerattacke Zersteiner über deinen Pocket verwenden. Da du jetzt zwei Orden hast, werden dir alle getauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Die ergebe ich dir auch noch als persönliches Geschenk. Die Sticker von Silvana, cool. Und TM 86. Was ist das für eine TM? Die TM ist Strauchler, eine meiner Lieblingsattacken. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden richtet sie bei ihm an. Okay, sehr interessant. Wir werden dann in der nächsten Folge weitermachen mit Pokémon Leuchtende Perle. Ich gehe jetzt heilen und mich ein bisschen abstressen von den Albträumen, die ich noch hatte von dem Kampf.